Kapitalismus, jetzt wird es ernst. Norbert Melzer für Basisdemokratische Räterepublik. Zitat: 40% aller US-Firmen sind in die roten Zahlen gerutscht, heißt es am 17.01.2020 bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zitat: Derweil ist die Federal Reserve wieder in den Krisenmodus übergegangen und pumpt hunderte Milliarden in das System. Zitat Ende. Heißt es im Text weiter. Link 1. Wenn ein unbedarfter Leser diese Zeilen liest, wird er denken, naja, das wird schon wieder aufwärts gehen. Aber so ist es mitnichten. In allen Industriestaaten ist das Bruttoinlandsprodukt und die Profitrate mit kleinen Auf und Abs ständig runtergegangen. Genauer, die 10-Jahres-Durchschnittszahlen sind immer stetig nach unten gegangen. Die USA gaukelt uns ständig eine tolle, brummende Wirtschaft vor. Dabei sind schon Millionen aus ihren Häusern geflogen, leben in Zeltstädten, rings um alle Millionenstädte. Link 2. Und immer am Rande des Hungertodes, wie in Afrika. Mehr als eins von fünf Kindern ist in Gefahr zu verhungern. Und Afroamerikanern und Latinos sind es eins von drei aus Schwarzwald im April 2015. Link 2. Zitat: 50 Millionen Amerikanern droht der Hungertod. Zitat Ende. RT weiß auch schon warum. Link 3. Zitat: Tatsächliche Arbeitslosenquote 23% und 47 Millionen US-Amerikanern leben von Essensmarken. In Europa das gleiche in Grün. In Deutschland wird immer die Preissteigerungsrate viel zu niedrig angegeben. 2002 hatte Gerhard Schröder die ausländische Energie- und Nahrungsmittel aus dem Warenkorb hinausgenommen. Mit der dummdreisten Bemerkung, dass, Zitat, diese in starkem Maße Schwankungen unterworfen sind, deren Ursache nicht innerhalb der betrachteten Volkswirtschaft zu suchen sind. Aus Wikipedia, Kerninflation, Link 5. Was ein niederträchtiger Schwindel. Sie sind doch trotzdem in der Inflationsrate mit drin. Der Verbraucher muss sie trotzdem zahlen. Gerade die ausländischen Energie- und Nahrungsmittel steigen oft im Jahr um 10%. Jener weitere, die Preissteigerungsrate bezweifeln. Das Volk hat nicht gehört. Professor Pranger im Stern 2008. Er sagt 8,6% Verbraucherinflation. 17. Januar 2008. Link 6. Verbraucherzentrale Hamburg, Preisvergleiche 2011, Oktober 2012, Katzenstreu plus 124,5% in nur einem Jahr, Odol Mundwasser 59,6%, Vitamintablette 51,6%. Spülmittel 79,2%. Genau Buchstabensuppe
33,3%, 1 Barbecue-Soße 59,6%, Leck 7, Top Ökonom, vielversprechende Inflation in Deutschland, dreimal höher als offiziell behauptet, 8.6.2018, Leck 8, Focus Money, die Inflation wird falsch gemessen. 24.06.2018, Link 9, Deutsche Wirtschaftsnachrichten, Haupttreiber Energie. Inflation steigt in Deutschland deutlich an, 8,9%, 29.10.2018, Link 10, wenn die Preissteigerung wie für 2019 um 3,6% zu niedrig angegeben ist. Also 5% wahrscheinlich tatsächliche Preissteigerung, minus 1,4 offizielle. Dann errechnet sich das BIP-Wachstum um 3,6% zu hoch. Diese 3,6% muss also von der offiziell angegebenen Wachstumsrate wieder abgezogen werden. Also plus 0,6, minus 3,6. Dann hätten wir eine Schrumpfung von minus 3,0%. Nun, wie wird das Bruttoinlandsproduktwachstum errechnet? Man vergleicht das Vorjahr mit dem folgenden Jahr, aber zu gleichen Preisen. Zu diesem Zweck wird zum Beispiel aus dem BIP von 2019 die Preissteigerung wieder ausgerechnet, um es mit dem Bruttoinlandsprodukt von 2018 vergleichen zu können und das Wachstum zu errechnen. Wenn also die Inflationsrate offiziell mit 1,4 angegeben wird, wie 2019, aber in Wirklichkeit 5% ist, so ist ja das 2019er BIP um 3,6% zu wenig mit den 2018er Preisen gleichgerechnet worden. Und so ist der 2019er Betrug von plus 0,6% BIP-Steigerung zustande gekommen. Aber wirklich war das Jahr 2019 eine Schrumpfung von minus 3,0%. Wir erleben schon mindestens seit 2008 eine Schrumpfung von mindestens jährlich 3%. Von 2002 bis 2008 zwar auch eine Schrumpfung, aber etwas weniger. Da hatte ich es noch nicht so gut genau beobachtet. Europa schickt jeden Monat 80 Milliarden Euro ohne entsprechende Wertschöpfung in das System. 1 Billion jedes Jahr. In Deutschland das gleiche Bild. Zitat: Immer mehr große Insolvenzen in Deutschland. Anstieg um 42%. Die Kreditversicherung Euler Hermes zählt in den ersten 9 Monaten dieses Jahres 27 Insolvenzen von Firmen mit mehr als 30 Millionen Euro Umsatz gegenüber 19 Fällen im Vorjahreszeitraum. Dabei sind der Billigflieger Thomas Cook und der Potsdamer Energiehändler Natgas die größten im Jahr. 29.11.2019, Epoch Times, Link 12.
In den Vereinigten Staaten beträgt die Inflation nach Shadowstat 10%, Link 11, und die offiziell angegebene 1,5%. Da müssten auf 8,5% runtergerichtet werden, preisbereinigt werden. Statt der offiziellen 4,2% BIP-Steigerung wäre das also eine Schrumpfung von 4,3%. Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit bei 21% und der BIP-Schrumpfung 4,3% in den Vereinigten Staaten können die Firmen natürlich nichts mehr verkaufen und 40% gerieten in die Verlustzone. China will mit 1,2 Trillionen Yuan gleich 156 Milliarden Euro den Aktienmarkt stützen. Von Japan spricht man schon gar nicht mehr. Da sind die Schulden schon zu hoch. Das liegt daran, dass die durchschnittliche Profitrate, Gewinn und Bankzinsen in der Produktion in alten Industrieländern Europas, Australien, Ostasien und Nordamerikas schon unter einem halben Prozent liegt. In der Finanzbranche sind das auch nur noch 3,5%. Diese Meldung, dass 40% der US-Firmen mit Verlust arbeiten, bestätigt nun diese theoretischen Zahlen. Nur noch das Gelddrucken der Zentralbanken für 0% Zinsen kann das System aufrechterhalten. Also, es geht ganz schnell zu Ende mit dem System. Noch bevor die Hyperinflation wegen des Gelddruckens ohne entsprechende Wertschöpfung kommt. Die Wall Street wird aber nicht so schnell aufgeben wollen. Sie wird ihren Straßenköter gegen Russland loslassen und sich dabei eine gewaltige Abreibung holen. Weltweit wird kein Investor mehr investieren, weil sich das null mehr lohnt. 0,0. Zitat Lenin. Zur Revolution genügt es nicht, dass sich die ausgebeuteten und unterdrückten Massen der Unmöglichkeit in der alten Weise weiterzuleben bewusst werden und eine Änderung fordern. Zur Revolution ist es notwendig, dass die Ausbeuter nicht mehr in der alten Weise leben und regieren können. Zitat Ende. Wladimir Lenin, der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit im Kommunismus. Der linke Kommunismus in England. Link 13. Nun werden immer mehr Arbeitermassen die Bühnen der Geschichte betreten und ihren Arbeitsplatz in Selbstverwaltung führen müssen, weil ihr Kapitalist sich um nichts mehr kümmert und in der Südsee sich alle Geschlechtskrankheiten holt. Derweil werden Südamerika nicht nur drei Präsidenten wie bisher in Argentinien, Bolivien und Ecuador in die Wüste geschickt, sondern alle. Die Massen werden die Macht an sich reißen und überall ein basisdemokratisches Rätesystem ohne Profit errichten, wo der Wähler entscheidet und der Abgeordnete sich danach zu richten hat. Zitat Marx: Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist.
Und neue Reproduktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Zitat Ende. Karl Marx zur Kritik der politischen Ökonomie. Vorwort, Seite 9, Link 14. Alle Produktivkräfte des Kapitalismus sind jetzt entwickelt und die materiellen Existenzbedingungen der neuen Gesellschaft sind bereits mit den selbstverwalteten Betrieben ausgebeutet worden. Die Klassengesellschaften haben nun ihre historische Mission zu Ende gebracht. Punkt.